Servus Leute, auf dem Vidas Channel. Wir sind wieder mal beim Boxenstopp in Ingolstadt und wir fahren heute die neue Triumph Street Twin. So, bin jetzt schon echt gespannt auf das Teil. Ui, da ist die niedrig. Ja, alter Verwalter. Ja, man muss Kupplung ziehen. So Leute, wir sitzen auf einer Triumph Street Twin. Wir haben hier einen rein Zweizylinder mit 900 Kubik. Die Besonderheit an dem Motor ist, dass er einen Hubzapfenversatz hat. 55 PS aus dem Aggregat und glatte 80 Newtonmeter, die schon immens früh anliegen. Das gute Stück wiegt 197 Kilogramm trocken, hat eine recht niedrige Sitzhöhe von 750 mm und das merkt man sofort. Also man sitzt wirklich sehr, sehr niedrig auf dem Motorrad. Genau, wir haben 12 Liter Tank und außerdem hat das Motorrad noch eine Traktionskontrolle. Ja, kommen wir mal zur Sitzposition auf der Street Twin. Also man sitzt wirklich extrem niedrig, wirklich für große Leute. Könnte es auf Dauer sehr anstrengend werden, weil ich merke, dass mein Kniewinkel auch schon immens spitz ist gerade. Die Handhaltung ist super, also die ist wirklich top. Die sorgt halt auch dafür, dass man extrem schön und aufrecht gerade auf dem Motorrad sitzt. Man hat eine schöne Sitzbank, die allerdings jetzt so auf dem ersten Gefühl härter ist, wie sie eigentlich ausschaut. Man hat noch einen riesen Platz quasi für einen Sozius, den man mitnehmen kann. Das ist wirklich toll. Dann kommen wir mal zu den Armaturen auf der Street Twin. Und zwar, wir haben ein schönes Rundinstrument hier vorne mit dem schönen Zeiger, das mir allerdings nur die Geschwindigkeit anzeigt. Also ich habe quasi keinen Drehzahlmesser. Das muss ich dann alles nach Gefühl machen. Man hat hier einen verstellbaren Bremshebel und einen verstellbaren Kupplungshebel, das eine Seilzugkupplung ist, die aber wieder mal ordentlich, also wahnsinnig leichtgängig ist. So von der Optik und Haptik her ist wirklich toll. Ja, die Ausstattung ist relativ spartanisch. Man hat jetzt quasi nicht so viel, aber das, was man hat, kann man super ablesen. Und ja, also auch bei Sonneneinstrahlung hier unten, das Display ist wirklich schön zum Ablesen. Man hat da quasi eine Ganganzeige, eine Tankanzeige hat man, eine Uhrzeit und dann kann man sich noch zwischen den Kilometern, Tripzähler hat man zwei und den aktuellen Verbrauch kann man sich durchschalten lassen und Restreichweite gibt es auch noch. Zum Windschutz, es ist wirklich so, dass ab 120 wird der Wind schon wirklich... ja, ordentlich, und ab 140 muss ich echt sagen, Alter, hey, da musste ich schon gescheit festhalten. Also ab 140 wird der Wind wirklich unangenehm. So Leute, dann kommen wir mal zum Motor auf der Triumph Street Twin. Wie gesagt, 900 Kubik, rein Zweizylinder mit einem Hubzapfenversatz. Darum hört sich der auch richtig cool an. 55 PS, 81 Newtonmeter. Wir haben eine Traktionskontrolle auf dem Motorrad, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß nicht, für was man die hat. Und ich konnte die jetzt auch nicht abschalten. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ja, ich frage mich gerade, warum man das braucht auf dem Motorrad mit 55 PS.
wie fährt sich der? Also was ich jetzt erstmal sagen muss, was mir gleich am Anfang extrem aufgefallen ist, ist, was eine unglaublich weiche Gasannahme das Ding hat. Das ist der Hammer. Und dann muss man halt jetzt echt sagen, dass das Motorrad, wie soll ich sagen, dass der Motor ein Motor ist, der von seinem Drehmoment lebt. Also die 80 Newtonmeter, die spürt man gut und die schieben auch echt druckvoll an. Bloß man darf sich da halt wirklich nicht zu viel erwarten. Das ist auf gar keinen Fall irgendein aggressiver Motor. Das ist halt einfach schön was zum Dahingleiten. Und ja, der ist auch extrem leise. Obenrum, ich kann jetzt da leider keine Drehzahlen sagen, weil ich nicht weiß, in welchem Bereich ich mich da immer befinde. Aber obenrum kann man wirklich sagen, der legt nochmal zu, aber irgendwann geht ihm halt dann einfach auch die Puste aus. Er dreht wunderbar hoch, aber er ist halt einfach nicht zum Heizen gemacht und das merkst halt auch. Ja, lässt sich halt unglaublich entspannt fahren. Der lässt sich auch im fünften Gang, was ja der höchste Gang bei dem Motorrad ist, also es hat ein Fünfganggetriebe nur, lässt es sich wunderbar durch die Ortschaft fahren und hat dann eigentlich auch aus der Ortschaft raus genügend Druck. Dann haben wir noch eine Anti-Hopping-Kupplung auf dem Motorrad, die ausgezeichnet funktioniert. Zum Getriebe, also wie gesagt, Fünfganggetriebe, schaltet sehr, sehr knackig. Also das rastet immer schon gewollt ein. Also das Getriebe macht eher so einen Eindruck von so einem richtigen Big Bike. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass quasi beim Hochschalten hat man manchmal so einen, ja, keine Ahnung, so einen Ruck oder so. Das habe ich irgendwie noch nicht raus, das ohne hinzukriegen. So Leute, wir kommen jetzt mal zur Optik. Was mir an der Optik wirklich gut gefällt, also ich finde halt, dass das Motorrad sehr neutral ausschaut. Es schaut halt aus wie so ein klassisches, älteres Motorrad, aber halt auch irgendwie so ein bisschen modern. Also ich finde den Scheinwerfer eigentlich recht gelungen, muss ich sagen. Der schaut eigentlich ganz gut aus. Die Reifen finde ich auch irgendwie geil, weil die haben so ein bisschen was Oldschool-mäßiges. Und was ich halt wirklich toll finde an dem Motorrad sind die ganzen Details. Also ich meine, wenn man sich mal den Motor anschaut, die Auspuffführung und so, das schaut wirklich toll aus und alles mega hochwertig. Genauso wie der Tank, der ist ein richtiges Highlight. Ja, genauso wie die zwei Federbeine hinten, die schauen auch wirklich gut aus. Also es macht halt, das Gesamtding ist wirklich cool. Auch so Details halt, wie diese roten Zündkerzenstecker und so, das schaut echt nett aus. Heck würde ich wahrscheinlich verändern. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber ich finde, das ist halt zum Beispiel eine gute Basis, um es umzubauen. Also ich weiß, ich glaube, jemand, der sich die kauft, wird die nicht unbedingt serienmäßig fahren. Jetzt würde ich sagen, kriegt es immer noch einen Soundcheck. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer gleich wieder auf dem Bike. Bis gleich. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fahrwerk auf der Street Twin. Genau, vorne, also wie gesagt, 42 mm Kayaba Telegabel. Also eine ganz konventionelle, die nicht einstellbar sind. Und die Federbeine sind nur in der Federvorspannung einstellbar. Unerwartet krass schnell zu fahren, das Motorrad. Ey, das ist ein richtiges Geschoss. Also jetzt nicht wegen der Leistung, aber mit dem Ding kannst du durch die Kurven ballern. Das ist ja nicht normal. Die Telegabel an sich
wirkt irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich finde das allgemein irgendwie gerade voll faszinierend, dieses Fahrwerk, weil es unheimlich viel Komfort bietet, aber so eine, wie soll ich sagen, so eine angemessene Resthärte oder Sportlichkeit, dass man damit unglaublich krass in den Kurven unterwegs sein kann. Also das ist echt Wahnsinn. Das Ganze schaukelt halt schon so ein bisschen hin und her, jetzt gerade wenn da so ein paar Bodenwellen sind und Gullideckel und so. Du hast halt schon immer so ein bisschen im Fahrwerk so ein leichtes Schwingen, aber das ist dann doch auch wieder hart. Also es ist schon nicht so verkehrt. Also ich hätte jetzt nicht das Verlangen, an dem Fahrwerk was umzuändern, so wie es ist. Das Einlenkverhalten auf dem Motorrad, das für das Gewicht, ich meine, das wiegt ja leer schon fast 200 Kilo, das Motorrad, aber es ist so unglaublich spielerisch und leicht zu fahren, das ist der Wahnsinn. Durch diesen niedrigen Schwerpunkt, den das Motorrad irgendwie hat, das schenkt einem so viel Vertrauen. Also ich habe es noch nie geschafft, jetzt bei einer Testfahrt auf meiner Hausstrecke quasi die Fußrasten abzuschleifen, das bei dem Motorrad jetzt der Fall war. Man hat jetzt, finde ich, nicht Unmengen viel Gefühl übers Vorderrad und so, aber es schenkt einem so wahnsinnig viel Vertrauen und bleibt so neutral, dass man da doch wirklich sehr zügig ist. Unerwartet wirklich krass, toll und schnell zu fahren. Also das macht wirklich Spaß in den Kurven. Ja, zu den Bremsen auf der Street Twin. Wir haben vorne eine Einscheibenbremsanlage mit 320 mm von Nissin ist die ganze Anlage, mit ABS natürlich. Hinten haben wir eine 255er Scheibe und was man wirklich sagen muss, dass die Bremse relativ viel Handkraft braucht, aber auch dafür knackig beißt. Also ich hätte mir jetzt wirklich weniger erwartet von der Bremse, also die ist erstaunlich gut. Also man merkt natürlich, dass man merkt, dass es nur eine Scheibe ist und dass die dann doch ganz schön kämpfen muss, wenn man stärker verzögert. Allerdings verzögert die wirklich gut und es ist ausreichend noch für das Motorrad, weil man halt nicht in die ganz hohen Geschwindigkeiten vordringt, wobei man echt merkt, wenn man jetzt quasi von 140 mal runterbremst oder so oder halt anbremsen muss, ja, da muss man schon wirklich fest reinlangen, dass die gut verzögert. Die Bremse wirkt knackig, aber irgendwie doch ein bisschen schwammig. Das finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist ganz komisch vom Gefühl her. Und zwar die Hinterradbremse ist, wie soll ich sagen, also die braucht schon wirklich sehr viel Fußkraft, um die auszulösen. Was ich krass finde, dass das Hinterrad immer erst blockiert, bevor das ABS greift. So Leute, mein Fazit zur Triumph Street Twin. Bin immer noch krass positiv beeindruckt von diesem Motorrad, weil es ein Motorrad ist, was halt quasi für diese A2-Klasse geeignet ist und auch gemacht ist. Und wirklich für jeden zum Empfehlen. Also wenn einer so ein Naked Bike, aber so ein bisschen in die klassische Richtung will, hey, schaut euch das Motorrad unbedingt an. Unbedingt. Leistungstechnisch ist es jetzt natürlich nicht der Oberreißer. Und allerdings ist es so, dass das Motorrad halt ein unglaublicher Kurvenräuber ist und da so einen Heidenspaß macht. Ich glaube, dass das ein richtiger Passstraßenkiller ist, weil es dir unglaublich viel Vertrauen und Sicherheit gibt. Bremsen sind auch voll in Ordnung. ABS regelt jetzt, finde ich, nicht ganz so schön, wie man es von manch anderen kennt. Sitzposition sollte für Leute bis 1,80 total bequem sein und alles, was drüber ist und relativ lange Beine hat, da wird es dann, denke ich mal, auf Dauer ein bisschen unangenehm. Genauso wie Geschwindigkeiten, die über 140 gehen, werden auch mega anstrengend und auf Dauer ist es auch nichts. Also wie gesagt, das Motorrad ist halt unglaublich einfach, flink,
und schön zu fahren, sehr neutral, und das, finde ich, macht eigentlich diesen Reiz des Motorrads aus, dass man eine schön klassische Optik hat, aber wirklich ordentlich schnell damit fahren kann. Und das finde ich eben so toll an dem Motorrad. Und ja, wenn ihr noch Fragen zum Motorrad habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ich probiere die immer alle zu beantworten. Und dann würde ich sagen, gebt mir den großen blauen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Servus auf dem Wheelers Channel.